Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Worldly Galaxy Resurrection. So, ich habe ein paar Sachen vor. Zuerst einmal sieht man schon, ich will die letzten Magical Crops machen. Dann will ich heute mal hier endlich mal ein wenig, upgraden. Und zwar die Maschinen kommen ein bisschen weiter nach rechts. Die werde ich wahrscheinlich mal abreißen. Und dann kommt hier erstmal ein Energiespeicher hin, meine Güte. Klein wenig leiser könntest du aber so. Gut. Thema mit der Essenz habe ich gelöst. Und zwar, ist jetzt ein bisschen da. So, ich brauche erstmal den hier. War auch mal im Laser, habe hier ein bisschen Kobalt-Werkzeug und Mandolin Cutlass mal gemacht. Ich habe mir mal gegönnt, ne? So, wir brauchen für die Ender Seeds brauchen wir Imperio. Machen wir mal fertig. Einmal Accio Sense. Zweimal Accio Sense. So, Accio Sense. Ich meine für die. War das für die? Da brauchen wir Imperio. Lapis. Ne, Moment. Für irgendeine haben auch Imperio. Für die war das, ne? Ja, genau. Hier haben wir die Nether Essence. Die können wir dann schon mal fertig machen. Für die Nether Seeds brauchen wir nämlich die Crucio. Sehr schön, Schritt 1 geschafft. Hier die Civizio Essence für die beiden. Mal gespannt, ob wir das zusammenkriegen. Gib mich mal das Deck. Dann machen wir mal einmal hier die eine Imperius, die uns noch hier fehlt. So, wir haben jetzt noch zwei Initio, einmal Enderperlen, Jedorium. Die werden uns auf jeden Fall noch sehr hilfreich werden. Dann 8 wollte ich, weil wir noch so ein Milizio brauchen werden. Das war der letzte, den ich jetzt noch so herstellen musste. Und jetzt geht die Crafterei durch. Mann, ich find's blöd, dass wir die Stackweise machen können. So, einmal. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal genug. Also alle Seeds, die wir brauchen. Und ich wette, ich habe irgendein Seed schon wieder vergessen. Irgendwie habe ich das echt ein Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Na, so rum bitte, danke. Sehr schön. Civizio Essence, Skeleton Seeds. 4 Civizio, Wither Skeleton Seeds, sehr schön. Vielleicht können wir dann auch schon in der nächsten Folge mal den Wither angehen, ich weiß es noch nicht. So, nochmal voll machen. Ich würde eigentlich gerne mal ich will nicht einen Shitstorm jetzt in den Kommentaren anzetteln, aber ich mach's jetzt einfach. Was haltet ihr von Pokémon Go? Würde mich echt mal interessieren. Ich persönlich sage, okay, mir gefällt's, ich spiele es. Bin jetzt aber auch nicht so der Typ, dass ich das so hardcore suchte, wie jetzt, keine Ahnung, die ganzen Spacken, die in der City rumgehen. Ich sage es mal so im Ghetto-Slang, ne? Wieso macht mich eigentlich immer zum Affen? Nee, auf jeden Fall. Ich bin jetzt wirklich nicht so der Typ, der das so hardcore suchtet. Ich spiele das so ab und zu mal, wenn ich mal nach Köln muss, irgendwie, keine Ahnung. Passiert ja auch mal so, dass so ein Dosch auch mal rauskommt. Ich weiß, ist selten, ist sehr unglaublich, aber passiert da auch mal mir. Aber naja. Auf jeden Fall. Aber ich spiele es halt so ab und zu mal, einfach so aus Langeweile. Mal, wenn ich zu Hause bin, am Klo bin.
Aber ich verstehe auch, wenn es Leute so gibt, die sagen, ne, ist überhaupt nichts für mich. So ist ja jedermanns Sache. Würde mich mal interessieren, wie ihr so dazu steht. Junge, Junge, bald haben wir es geschafft. Bald haben wir alle. Sie ist fertig, die letzten 30 Vizio-Essenzen. Emeralds. Emerald Seeds. Sehr schön. Was ich jetzt aber noch mache. Ja, ich glaube nicht, dass wir. Nee. Naja, ich mache das jetzt hier nochmal zu Civicio Essenz. Fertig. Also so zumindest soweit es geht. Vielleicht können wir ja schon mal ein Rüstungsteil upgraden auf Civicio. Das wäre awesome. Das wäre richtig awesome. Na. Sehr schön. Super, ja. Das hat doch schon mal sehr schön geklappt bisher. Wie viel werden wir rauskriegen? Drei Civicio-Essenzen, damit können wir wie viele Barren machen? 4, 8, 12. Wir könnten zumindest die Brustplatten. Da könnten wir, wenn ich mich nicht täusche, Schuhe und Brustplatte mitmachen. Das klingt doch schon mal nach einem Deal. Kann man doch mal machen, oder? Goldnuggets. So und so. Ah, halt, da war ja was. Sehr schön. Uno. Und das. Zack, zack. Können wir zum Fliegen? Nee, noch nicht. Komm dann durch. Ja, das wird eh nur komplett. Umgehen, das gefällt mir hier nicht mehr. Ja. Der ist voll. Der ist leer. Der Seedbag. Ja, hier die Farbseeds. Ich weiß nicht, ob ich hier noch machen werde. Aber naja. So, das und das kann weg. Das. Moment. Nochmal 12. 5. Ey, das ist perfekt, das ist perfekt. Na, das wollte ich nicht. Was habe ich gerade rausgenommen? Energy Seeds? Nein. Aha. Was man so alles findet, wenn man sein Inventar mal ein bisschen öfter durchräumt. Ja gut, ne? Ja gut. Dann haben wir heute hiermit offiziell schon mal eine der besten Rüstungen im Spiel, finde ich. Wir können fliegen. Juhu. Juhu, juhu. Oh, scheiße, da war ja was. So. Ich bin was gerade was am Überlegen. Weißt du, warte, machen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt einmal in den Nether. Haben wir hier noch eine Truhe? Ich bin mal gespannt. Ich habe das noch nicht so wirklich getestet. Ah, dann ich nehme hier das Divine Sword mal mit. Den lasse ich auf jeden Fall hier. Den wollte ich aber mitnehmen. Was werde ich mitnehmen? Das will ich haben. Ja, das auf jeden Fall. Das kann ich gebrauchen. Vielleicht merkt man das schon. Wow.
Kotze ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, wir werden heute uns einmal an einem Wither-Bar ranwagen. Solzend, komm. Habe ich jetzt nicht so auf der Tasche, werden wir aber in Lyneta einmal kurz erfarmen. Sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. Okay, wo haben wir? Da haben wir doch schon Zollcent, das ist doch... Ey, ein Teufelskreis. Wir gehen in den Nether und finden sofort Zollcent. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das gleich aussehen wird. Ob wir ähnlich auf die Fresse kriegen werden oder elendig in Wither auseinander zerficken werden. Oh. Wer ist erwartet? Ich würde eher gesagt gerne so eine kleine Bucht haben, wo der wirklich nicht so gut rausfliegen kann. Na? Ja, komm, dann... Komm, dann spawnen wir den jetzt gerade mal hier. 1, 2, 3, 4? 3, wird das geil. Geil, geht's weg. Alter. Na, na, bist du auch geladen? Alles klar, wird aber heute. Alter, ist der easy. Juhu! Was haben wir alles bekommen? Wir haben... Lol, eine Infinity Booster Card. Ein Miniature Yellow Heart. Militio Sense. Ein Rare Shader Webback. Ein Division Siegel. Zwei Civitio Essenzen. Und den Nether Star und Life Essenzen. Sehr schön. Dann haben wir das ja schon mal, was wir auf jeden Fall wollten. Und dann, weil ich einfach bis heute mal im Judo-Mode bin. Ich werde heute jetzt mal angehen, was ich brauche für meinen Masterplan. Wir schauen uns heute mal einen Mod an, mit dem ich mich noch gar nicht beschäftigt habe, also kaum beschäftigt habe, und zwar Quantum Flux. Was ist Quantum Flux? Es ist ein kleiner Maschinenmod, würde ich mal nennen. Und wir würden uns heute mit diesem Block auseinandersetzen, den Imaginary Time Block. Wir brauchen zwei Iron Casings. Sollte schaffbar sein. So. Zack. Und hier Iron Casings. Sehr schön. Mach mal lieber so. Direkt Imaginary Time Block. Okay. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein ZBQ-7. Ein Diablock, zwei Lapisblöcke, Westernblöcke und Goldblöcke. Redstone, Lapis und Bier. Oh, was ist das hier für ein Waypoint? Ach stimmt, das ist der Waypoint. Ja, ich musste mich, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich habe mich einmal getötet, um hier diese buggende Ringe rauszukriegen. Weil das ging nicht mehr an. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, sie rauszunehmen, hat es ein bisschen hart. Naja, es hat das Spiel zum Crashen gebracht. So, jetzt wende ich euch in den Ecken die Redstone-Blöcke. Dann die Goldblöcke, Diablock in die Mitte und so. Und wow. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Mangaloi. Da brauchen wir 8 Stahl nur. Ja, das sieht schon fast gut aus. Haben wir drüben noch Stahl? Nein. Aber man konnte... Es gab doch noch eine andere Version von Stahl, von Quantum Flux. Nein, nein. Na? Ja genau, ein Eisen. Ja, machen wir doch die Version mal. Eisen haben wir noch im Inventar, jawohl. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. 1, 2. Und
perfekt noch 8 Kohle über. Sehr schön. So muss das. Als wäre es schon fast vorbereitet, nicht wahr? Ja, fast vorbereitet. Ist ja schon, tut das letzte dann weg, was man noch braucht. Ein Mangaloi. Zwei Mangaloi. So, jetzt brauchen wir nur noch hier die Teile. Oh. Oh, oh. Das heißt, im Platz. Ja gut, die sind jetzt einfach. Das ist zwei Netherquartz. Ein Dia. Und die zwei Netherquartz. Machen wir die einmal schnell. Haben wir. Jetzt brauchen wir. Alter, 64.000 EMC. Okay, dann brauchen. Dann geben wir doch einmal schnell die Dias einmal abernten. So. Da sollte jetzt ja wieder ein bisschen was rumkommen von Dias. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn dieser Block fertig ist, werdet ihr auch merken, warum ich auf die Magical Crops gehe als, naja, Ressourcenbeschaffung, nenne ich es mal. Haben wir hier noch die Essenz, die ich mir snacken kann? Ja, bitte nicht nur eine. Ja, komm, das sollte jetzt reichen an dir. So. Einmal können wir das mal machen, das ist supi. Das ist doch sehr, sehr schön, so würde ich das sehen. Na, da fehlen jetzt noch 9 Redstone. 9. Und das Gold. Reichen die? Müsste. Ah, nicht ganz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. ZBQ 7. So, das. Na, Moment, Moment, Moment. Das. Und dann müssen wir alles zusammen haben für einen Imaginary Time Dog. So, jetzt kommt der lustige Teil. Jetzt kommt wirklich der lustige Teil. Das tue ich jetzt einfach hier rein. Haben wir noch. Habe ich die in dem Backpack? Dann in dem hier. Einmal. Habe ich keine Keule mehr? Okay. Entweder bin ich gerade blind oder blöd. Vermutlich beides, aber naja. Hier habe ich auch nichts reingeschopft. Nein. Dann machen wir nochmal eine neue. Ja, Wire. Ich bin so ein Boosted Boy. Cool. Sehr schön da. Ja, es war ja nur 4 Kupfer und ein Stick. Ein Stick werden wir ja wohl noch bekommen. Nehme ich frisches Holz für extra dafür. Man könnte jetzt gleich meinen, dass das ein bisschen broken ist, was jetzt gleich abgehen wird. Wieso ist da ein Bitch? Dankeschön. Ach, fick doch die Hände. Das wird jetzt einmal kurz hier draufgestellt. So, da geht das jetzt einmal hier dran. Zack. Und es wird mit Power versorgt. Und zack. Das ist broken. Das ist hart. Das ist richtig hart. Ich meine. Schaut euch das einfach mal an. Und jetzt überlegt mal, das mit Hilorium. Was, wir können da richtig ausrasten.
Das ist einfach nur noch hart. Der kommt schon gar nicht mehr richtig mehr hinterher. Also spätestens ab heute können wir... Scheißen wir sie, Vizio-Sense. Wir scheißen sie nur noch. Ja, es, jetzt habe ich auch hier ein bisschen mit Haklern zu tun, einfach weil es zu schnell abgearbeitet wird. Jetzt würde ich aber mal wissen. Nee, hier unten zählt das nicht. Das ist out of range. Also brauchen wir echt für überall noch, für alle von diesen Farmen, brauchen wir Timeblöcke. Ich würde sagen, da haben wir schon mal gut was zu farmen. Aber ich würde sagen, wenn wir das auch brauchen, können wir den erstmal umstellen. Gut. Dann würde ich noch sagen, stellen wir die drei Maschinen nochmal schnell um. Smelter, Metallurg Infuser, Enrichment Chamber. Ja. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch so großartig irgendwas kommen. Was ist das oben? Compress Creeper, okay. Wieso ist... Also das mit dem ICU kriegt mich echt nur noch auf. So, da drüben ist sowas gespawnt, aber nein. Metalk. Matto. Also, was war das? Da habe ich den Metalk. Dann haken wir das noch einmal schnell genau. Alter, das ist so extrem. Zack. Zack. Schaut euch das an. Das ist ein schlechter Witz. Und es ist die Truhe schon. Wie lange waren wir jetzt hier weg? Eine Minute? Ja gut, ne? Ich würde sagen. Ja. Auf jeden Fall, ich züchte dann jetzt mal die Seeds hoch. Ich glaube, ich werde dafür sogar den Imaginary Time Block mal nehmen. Alles klar. Essenzen werden wir dann ab sofort versuchen, Otto zu verkraften. Also dann, jetzt so geht es los. Jetzt geht es richtig los, Leute. Ich mache die Folge noch ein bisschen länger, um ein bisschen meinen Plan zu erklären. Vielleicht wird es noch auf Enderium Seeds kommen. Einfach weil wir... Moment. Wir werden Tesserakte craften. Die werden dann einmal den Strom von drüben holen. Das wollte ich dann. Den Strom wollte ich noch generieren lassen über Advanced Solar Panels. Na, Moment. Da. Das Advanced Solar Panel von Mechanism. Oder der Advanced Solar Generator. Ist schon ein bisschen. Ein Stückchen härter, würde ich sagen, aber naja. Und dann geht es auch schon bald los mit dem ME-System. Das heißt, wir fangen mit dem ME-Controller an und scheiße, ich habe noch keine Certus-Seeds gemacht. Werde ich mal schnell gleich offscreen noch schnell machen. Die Certus und die Fluix-Seeds, ja, die werde ich beide machen. Ja. Und dann geht es echt schon los, wir müssen craften. Wir müssen einfach nur noch Auto-craften. Wenn wir das haben, wenn wir die Verarbeitung haben, dann... wo habe ich das Questbuch? Habe ich das hier? Ja. Dann... Oh, drei Quests für Unclaimed Rewards. Factories in Space. Oh, Claim Reward. Und was noch? Props made of magic. Emerald Seeds? Ah, und die Civicio Armor. Ja. Dann kann man jetzt auch bald schon mal hier den Ultimate Furnace angehen, würde ich sagen. Das machen wir irgendwann später mal. Wir haben jetzt mit Bloom Material Crops. Das können wir jetzt bald mal angehen. Ich werde vielleicht auf Screen noch ein paar machen. Ein paar Wizard. Evolving Dragons? Naja, müssen wir jetzt noch nicht angehen.
Ich würde jetzt mal sagen, dass wir hier den Maschinenpart ein bisschen auslasten werden. Und, ja, hier Tinkering, jetzt können wir einmal schnell in der Folge. Was heißt durchwaschen? Ich schätze mal, das wird sich jetzt so von alleine verübrigen. Worauf ich mich schon ganz ehrlich freue. Ich freue mich schon richtig auf Botania. Ich habe da noch so eine alte Rechnung offen mit einem sogenannten Guardian of Gaia. Ja, Aura Fury können wir jetzt. Der Mod ist jetzt. Können wir auch bald mal anfangen. Project Overpower könnten wir machen. Oh. Da braucht man das Pseudo-Inversion-Sigil, okay. Aber na gut, können wir auch mal anfangen. Aber naja, gut. Bienen tue ich euch zum Gefallen, schieben wir ganz hinten an. Automation Empire, ja gut. Das könnten wir jetzt bald mal ordentlich anfangen, da wir eh Bedrockium irgendwann gebrauchen können. Aber naja, ich schätze mal, das hier wird jetzt ein Witz und naja, 1000 Dias. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Wow. Okay, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.